Moin moin und herzlich willkommen zu diesem Video über die Besiedlung Nordfrieslands. Die ständigen Klimawandel in den letzten Jahrtausenden, also die Abfolge von Warmzeiten und Kaltzeiten, bestimmten bis heute die geografische Struktur und Besiedlung unserer Heimat. Wissenschaftlich ist die Besiedlungsgeschichte Nordfrieslands nicht abschließend belegt. Grabfunde auf der Geestinsel Amrum weisen nach, dass dort bereits 2000 vor Christus Menschen gelebt haben. Die Kimbern, Namensgeber für die jütische Halbinsel, verließen im Rahmen der germanischen Völkerwanderung um 100 vor Christus Jütland in Richtung Süden, weil ihnen vermutlich klimabedingt die landwirtschaftliche Ernährungsbasis entzogen wurde. Es wird vermutet, dass germanische Ambronen, die im Bereich der heutigen Geestinseln Sylt, Föhr und Amrum gesiedelt haben sollen, mit ihnen zogen. In der Literatur wird die Herkunft des Namens der heutigen Insel Amrum als Ableitung vom Namen der siedelnden Ambronen vermutet. Aus demselben Grunde wanderten Jüten, Angeln und im Süden der jüdischen Halbinsel siedelnde Sachsen um 450 nach Christus zu den britischen Inseln aus. Ab 600 drängen dann Dänen, vermutlich aus Schonen in Südschweden kommend, nach und etablieren unter anderem auf der jütischen Halbinsel ihre Königreiche, die erst um 900 durch den König Gorm den Alten zu einem Königreich Dänemark zusammengeführt wurden. Die hier erwähnten Wanderungsbewegungen wurden nie von allen Angehörigen der germanischen Stämme durchgeführt. In der Regel verblieben Angehörige aus unterschiedlichsten Gründen in den Regionen. Die einen waren unter anderem gesundheitlich nicht in der Lage, dem Zug zu folgen. Für die anderen mag es aus wirtschaftlichen Gründen gar keine Notwendigkeit zum Vorzug gegeben haben. Die Neuankömmlinge integrierten und assimilierten in der Regel die in der Region Verbliebenen. In die Utlande, die damals möglicherweise geografisch so ausgesehen haben, wanderten angeblich um 700 nach Christus erste Friesen aus dem Gebiet der heutigen Niederlande kommend ein und siedelten auf dem Geestrücken der heutigen Inseln Sylt, Föhr und Amrum und auf dem Gebiet der heutigen Halbinsel Eiderstedt. Bis zum Aufstieg der Hanse waren die Friesen das bedeutendste Handels- und Seefahrervolk der Nordseeküste. Es ist daher naheliegend, dass diese Friesen Stützpunkte und Handelsniederlassungen auf den Inseln gründeten, um Fischfang, Fell-, Salz- und Bernsteinhandel zu betreiben. An dieser Stelle sind die Wikinger zu erwähnen, die zu dieser Zeit geschichtlich in Erscheinung treten. Die Wikinger waren Dänen, Norweger und Schweden, die lose Gefolgschaften bildeten und die damalige Welt terrorisierten. Andererseits waren sie auch Entdecker und Händler. Für die Friesen waren die Wikinger, deren bedeutende Häfen Ribe und Heiterbu in relativer Nähe lagen, im Wesentlichen Handelspartner. Über die damalige Struktur des Gebietes zwischen den Geestinseln und dem Geestrücken, den Utlanden, ist nichts überliefert. Plinius der Ältere berichtet in seiner 77 nach Christus erschienenen Naturalis Historia über die Chauken, ein Stamm, der in dem Gebiet zwischen Elbe und Weser siedelte, folgendes. Dort bewohnt ein beklagenswertes Volk hohe Erdhügel, die mit den Händen nach dem Maß der höchsten Flut errichtet sind. In ihren Hütten gleichen sie Seefahrern, wenn das Wasser das sie umgebende Land bedeckt, und Schiffbrüchigen, wenn es zurückgewichen ist und ihre Hütten gleich gestrandeten Schiffen alleine dort liegen. Und weiter: Indem sie den mit den Händen ergriffenen Schlamm mehr im Wind als in der Sonne trocknen, erwärmen sie ihre Speise und die vom Nordwind erstarrten Glieder durch Erde. Ähnlich muss es in den nordfriesischen Utlanden gewesen sein. Vermutlich war die Gegend ein von zahlreichen Wasserläufen durchzogenes, von kleinen Geesterhebungen unterbrochenes, flaches, mooriges Land. Irgendwann nach den Eiszeiten muss dieses Land mit dichten Wäldern bedeckt gewesen sein. Bedingt durch Bodensenkungen einerseits und die Gezeiten und Sturmfluten andererseits, ging Vegetation unter und wurde umfangreich von Sedimenten überlagert. Moore bildeten sich und entwickelten im Laufe der Jahrtausende Torfkörper. Noch heute weisen Namen wie Risum-Moringer Koog, Nordstrandisch Moor oder Moorhäuser auf diesen Tatbestand hin.
In diesem an sich unbewohnbaren Gebiet siedelten sich um 1000 nach Christus Friesen an. Dies war wohl nur möglich, weil sie aus ihrer angestammten Heimat Kenntnisse und Fertigkeiten über den Bau von Warften und Deichen mitbrachten. Sie sollen neben der Viehzucht und in geringem Umfang vom Ackerbau im Wesentlichen vom Torfabbau und der Salzsiederei gelebt haben. Salz diente damals insbesondere zur Konservierung von Fisch, dem Hauptnahrungsmittel an den Küsten. Möglicherweise bestand bei dieser Auswanderung ein Zusammenhang mit der Ausdehnung der fränkischen Herrschaft, denn die Nordfriesen siedelten außerhalb des karolingischen Machtbereichs, der an der Eider endete. Warum diese Menschen tatsächlich in die unwirtlichen Utlande kamen, ist nicht überliefert. Durch die verheerenden Sturmfluten im 14. und 17. Jahrhundert veränderte sich die Landschaft erheblich und viele Bewohner der Utlande verloren ihr Leben bzw. ihre Heimat. Daher siedelten sich Friesen nun am Rande der schleswigschen Geest an. Eine weitere Einwanderungswelle aus den ehemaligen Stammgebieten der Friesen, den Niederlanden, erreichte im 16. Jahrhundert insbesondere Eiderstedt. Religiöse Spannungen und die Auswirkungen des Dreißigjährigen Krieges im Heimatland sowie der Reiz der fruchtbaren Marschen in Nordfriesland sorgten dafür, dass Niederländer ihre Heimat verließen. Auf Nordstrand siedelten sich Katholiken, auf Eiderstedt Mennoniten, also Täufer, und im neu gegründeten Friedrichstadt neben erstgenannten Gruppen vor allem Remonstranten an. Die Niederländer brachten zahlreiche technische Neuerungen mit. Sie revolutionierten den Deichbau und die Entwässerung, sie beeinflussten den Hausbau, sie modernisierten die Mühlentechnik und sie führten die Käseproduktion ein. Soweit meine Informationen zur Besiedlung Nordfrieslands. Ich darf mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und empfehle Ihnen die anderen Videos über Nordfriesland auf diesem Kanal.